Weil ich fand super, dass der Häupl wieder einen Standpunkt gegen rechts gemacht hat und wieder klar gemacht hat, dass wir keine rassistische Partei, so wie die FPÖ, unterstützen würden. Ich habe die Veranstaltung erlebt von kämpferisch bis berührend zum Schluss. Die Kinder, die gesungen haben, das sicher gut bei den Pensionisten angekommen ist, aber auch sehr kämpferisch und einfach, ja, wir legen jetzt los, Start. Wir wollen die Zukunft wählen und nicht die Vergangenheit. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin irrsinnig motiviert für diesen Wahlkampf. Und diese Veranstaltung hat wieder mal gezeigt, dass unser Bürgermeister einen unverkennbaren, wirklich sympathischen Schmäh hat. Also, es war sehr toll. Die Stimmung, die war richtig gut. Also, alle Leute haben mitgefiebert. Ja. Der Song am Ende, die meisten sind aufgestanden. Überhaupt, wie der Michael Häupl gekommen ist, sind alle aufgestanden. Und man hat wirklich 10 Minuten warten müssen, glaube ich, bis die Leute sich wieder setzen konnten. Ja. Aber es war richtig cool. Mhm. Also, es war drinnen sehr cool. Vor allem, der Bürgermeister ist extrem eine chillige Person. Also wenn man ihn so auch live erlebt, dann ist es ganz anders. Also ich muss ehrlich sagen, es war sehr toll, wirklich beeindruckend organisiert und es hat gezeigt, dass wir gut vorbereitet sind auf den 10. Oktober. Die Atmosphäre war super, die Leute waren alle zufrieden und der Abschlusssong war nochmal das i-Tüpfelchen für die Veranstaltung. Ja. Ich bin wie